Heute möchten wir Ihnen erklären, was eigentlich die große Bundespolitik und Regionalisierungsmittel mit Bahnstrecken im Verkehrsverbund Oberelbe und im Freistaat Sachsen zu tun haben. Sie haben es vielleicht gesehen. In der Zeitung stand, Bahnstrecken möglicherweise vor dem Aus. Zuerst einmal vorweg zu Ihrer Information. Überall da, wo in Deutschland Triebwagen fahren, Züge, ob nun von der Städtebahn Sachsen, von der Deutschen Bahn oder von vielen anderen Bahngesellschaften, ist immer viel Steuergeld im Spiel. Der Bund hat bis letztes Jahr jährlich rund 8 Milliarden Euro dafür an die Bundesländer gegeben, dass diese überall Züge fahren lassen können. Das Prozedere heißt Züge bestellen. Letztes Jahr im Herbst haben die Bundesländer dann beschlossen, das Geld umzuverteilen. Und zwar zugunsten von Bundesländern, die entweder bereits viel Zugverkehr haben oder aber besonders viele Einwohner haben. Das wiederum bedeutet für Sachsen, dass zukünftig weniger Geld da ist. Weniger Geld bedeutet leider weniger Züge. Die Auswirkungen für Sachsen kann man sich in wunderbaren Grafiken angucken. Da sieht man einmal eine blaue Linie. Die zeigt uns, wie viel Geld wir bekommen und weiterhin bekommen würden, würde es einfach so weiterlaufen wie die letzten Jahre, jährlich immer ein bisschen mehr. Dann gibt es diese grüne Linie. Das ist der sogenannte Kieler Schlüssel. Der Kieler Schlüssel heißt übrigens Kieler Schlüssel, weil die Verkehrsminister sich in Kiel auf ihn geeinigt haben. Und dann sieht man, dass diese grüne Kurve hier hinten deutlich niedriger ist als die blaue Kurve. Und das ist das ganze Geld, was Sachsen abgeben muss. Rund ein Viertel weniger. Spannend ist allerdings noch die untere Linie. Das ist die violette Linie. Und das ist das Geld, was die sächsischen Verkehrsverbünde dafür bekommen, um Züge zu bestellen. Da sieht man, dass selbst mit der grünen Kurve eigentlich noch genug Züge in Sachsen fahren könnten. Der Freistaat verwendet aber das Geld dazwischen, um den Schülerverkehr zu finanzieren oder aber für Investitionen in den ÖPNV. Was natürlich gut ist, aber das bedeutet, wenn zukünftig weniger Geld da ist und der Freistaat weiterhin das Geld für anderes ausgibt, fahren weniger Züge. Das wiederum kann man sich an wunderbaren Karten angucken, die der Freistaat schon mal entworfen hat. Das ist die Verkehrsnachfrage in Sachsen im Jahre 2025. Hier sieht man dunkelgrüne Strecken. Die sind sicher, da werden immer Züge fahren. Und dann gibt es orangene Strecken und gelbe Strecken. Und das sind die, auf denen zukünftig keine Züge mehr fahren oder wesentlich weniger Züge fahren werden. Hintergrund dafür ist einfach, dass da viel weniger Menschen in den Zügen sitzen. Festgeschrieben hat der Freistaat das übrigens auch, und zwar in einer Finanzierungsverordnung. Auch so ein sperriges Wort. Aber alles das kann man auch im Internet nachlesen, im Verkehrsentwicklungsplan Sachsen. Den finden Sie zum Beispiel auf der VVO-Internetseite unter vvoonline.de. Da finden Sie auch viele weitere Informationen und auch einen Blogbeitrag, der das nochmal in aller Ruhe erklärt.